Das Geld hatte zwei ganz gewaltige Folgen, die wir jetzt überhaupt erst begriffen haben. Die erste Folge der Geldwirtschaft war, alles wurde mit allem vergleichbar. Das hat es vorher nicht gegeben. Das Geld hat eine ähnliche, gleichmacherische Bedeutung wie das Internet heute. Plötzlich war alles an alles anschlussfähig, vernetzbar. Jeder konnte mit jedem handeln, weil durch das Geld etwas war, woran man es bemessen konnte. Früher haben Katholiken mit Protestanten nicht gehandelt. Früher hat der Adel mit dem Bürgertum nicht gehandelt. Das Bürgertum hatte keine wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu den Bauern und vieles andere mehr. Plötzlich ging das über die Ländergrenzen hinaus, Zölle fielen irgendwann weg. Die Geldwirtschaft hat das alles nivelliert und damit diesen unglaublichen Wohlstand in Europa ermöglicht. Wenn Sie gucken, was zwischen 1800 und heute passiert ist, eine unglaubliche Revolution. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dadurch, dass das Geld alles mit allem vergleichbar macht, nichtet es alle alternativen Werte. Das heißt, da wo das Geld regiert, gibt es keinen Wert, der dagegen anstinken kann. Sondern jeder Wert kann ja nach seinem Geldwert bemessen werden. Das heißt, ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man so hat, von Vorstellungen von Anstand und Würde und so weiter weg. Jeder hat seinen Preis. Das ist die Grundlage des Geldes. Das heißt, wir sind Kapitalisten, Investoren in unseren Spaß, Investoren in unseren Freundeskreis, Investoren in unsere Liebesbeziehungen, Investoren in unsere materiellen Bedürfnisse geworden. Und diese Entwicklung führt dazu, dass wir damit nicht restlos glücklich werden, sondern dass wir irgendwie das Gefühl haben, irgendwas ist verloren gegangen in diesem Prozess. Und dieses Gefühl ist die Grundlage dafür, über alternative Modelle nachzudenken. Aber diese alternativen Modelle werden jetzt nicht irgendein Sozialismus sein, wie er mal als Staatssozialismus oder so da gewesen wird, sondern es wird eine weitere Evolution der kapitalistischen Werte sein. Und der wichtigste Wert, der sich jetzt entwickeln wird, der zu kurz gekommen ist, ist der Wert der Zeit. Zeit ist der größte Luxus im Wohlstand. Zeit ist aber etwas, was in unserer gegenwärtigen Ökonomie immer weiter verkürzt worden ist. Früher hatten Menschen, obwohl sie nicht alt wurden, unendlich viel Zeit. Sie hatten nicht mal Uhren. Sie haben ihre Zeit gar nicht gemessen. Sie konnten sich gar nicht unter Druck setzen. Außer dem Tagesrhythmus der Sonne gab es nichts, was sie unter Druck gesetzt hat. Heute wird uns die Zeit gestohlen. Mit den Uhren fing das an, mit den Handys geht das weiter. Sie müssen überall erreichbar sein, sie müssen verfügbar sein. Ihre Zeit wird völlig verhäckselt. Und wir erleben jetzt eine junge Generation, die einerseits das alles mitmacht und auf der anderen Seite eine immer stärkere Sehnsucht nach verlässlichen Bindungen. Das heißt, der Wert der Freundschaft wird immer größer. Irgendwas im Leben, was kein ablaufendes Haltbarkeitsdatum hat. Und das Zweite ist eben, so viel Zeit wie möglich zu gewinnen für sich. Und das wird zu einer Transformation der Gesellschaft führen, in sehr vielen wichtigen Punkten. In Bezug auf Machtstrukturen, in Bezug auf die Frage, brauchen wir eigentlich noch mehr Zeug? Oder brauchen wir nicht einfach mehr Zeit?